ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Veranstaltungsbranche aktuell. Ob sich die knappe Milliarde, die hier drin steckt, gelohnt hat? Yes, Alter! Gott, Alter, ich liebe diese Stadt, ey. Ich wollte, wenn jemand Lust hat, jemanden noch kaufen wollen. Dann wird's für irgendjemanden richtig teuer. Konstanz Weisen. Der Strom ist weg. Sinnbildlich. Auf dem letzten Festivaltag des Jahres. Ich gehe morgen zu Linken fucking Park. Ich würde sagen, die ist offen. Ja. Was sind jetzt meine Gedanken zum Reeperbahn Festival? Liebe Grüße aus dem Schnitt. Keine Angst, jetzt kommt keine Werbung. Ich bin nur hier, um euch zu sagen, es gab leider bei der Datensicherung von den Videos vom Reeperbahn-Festival ein kleines Problem, weswegen Tag 1 und 2 vom Reeperbahn-Festival leider gänzlich verschwunden sind. Ich bitte für diesen Fehler um Entschuldigung. Bitte fragt nicht, wie das passieren konnte. Ich will euch nur up to date bringen und auf das vorbereiten, was jetzt im Video noch kommt, weil ohne Kontext ist das vielleicht ein bisschen weird. Reeperbahn Festival, wie der Name schon sagt, findet mitten auf St. Pauli in den ganzen Clubs und Theatern und was auch immer auf der Reeperbahn statt und noch ein paar andere Locations. Es ist prinzipiell einfach ein großes Netzwerktreffen. Alle aus der Musikbranche sind irgendwie da und es gibt neben den ganzen Konzerten auch noch einen Haufen Panels, Workshops und Preisverleihungen. Es war das letzte Festival des Sommers, Mission Complete, 18 von 18. Ich bin auf Einladung vom Tom zum Reeperbahn Festival gefahren, weil der war dort als Teamfotograf und hatte eh ein Doppelzimmer. Deswegen hat er mich gefragt, ob ich Bock habe mitzukommen. Und natürlich habe ich Bock mitzukommen, ist ja klar. Vor allem, weil das letzte Festival des Jahres war und ich nicht im Zelt schlafen musste. Oh, das war wundervoll. Ich habe an dem ersten Tag unter anderem Tabby Pilgrim und Dilla gesehen. Am zweiten Tag habe ich Juli und Noga Eris gesehen, was übelst geil war. Also Noga Eris, wirklich Weltklasse-Auftritt. Schade, dass ich euch den nicht zeigen kann. Danach war noch Morecore Party im Bahnhof Pauli und so ein paar andere Sachen. Wir steigen jetzt hier mit dem Freitag ein. Es war ein wildes Wochenende und der Freitag und der Samstag, die jetzt im Video kommen, sind definitiv die besten Tage gewesen. Deswegen nicht ganz so eine große Schande. Ich entschuldige mich trotzdem. Aber ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Reeperbahn-Festival-Video. Schönen Abend noch, ja? Wünsche ich Ihnen auch. Wohl schaffen, ne? Dritter Tag. Alles klar. Gestern war ja doch ein sehr geiler, aber auch sehr voller Tag, also sowohl von Programm als auch ich persönlich. Mal schauen, ob wir das heute noch steigern können, weil heute stehen sowohl Konzerte in der Elbphilharmonie als auch im Michel an. Außerdem spielt heute Abend Heiß-Kalt. Das könnte geil werden. Aber wie gestern auch startet der Tag mit Panels und Konferenzen. Der erste Halt für mich ist How to Kulturmarketing und da werde ich mir mal anhören, wie ich euch so am besten erreiche, damit der Pit Report einfach die größte Sache in der Musikbranche wird. Ich glaube, was da auf jeden Fall hilft, ist Daumen drücken gegen den Algorithmus und abonnieren. Danke und ich hab euch lieb. Es findet im Hotel statt, ich muss Fahrstuhl fahren. Fancy shit. Gibt. Denn wir haben hier tatsächlich die Trendsetter. Und die Trendsetter sind ja immer die, die so ein bisschen vor der Welle schwimmen. Aber EDM und Hip-Hop können wunderbar in der übergeordneten Culture Strategy nebeneinander koexistieren. Ist so. Okay, das war leider sehr sinnlos für mich, weil es ging um Kulturmarketing von großen Marken im Bereich des Hip-Hop oder Rap, besser gesagt. Aber Daumen drücken und abonnieren hilft mir auf jeden Fall trotzdem sehr, um irgendwann auch Teil der Popkultur zu werden. Ich habe jetzt ein bisschen Leerlauf. Ich glaube, ich werde mir jetzt mal hier die Bunkerbegrünung, den Park, den sie da oben drauf gebaut haben, anschauen. Heiligengeistfeld. Hamburg ist schon einfach eine geile Stadt, ey. Sehr schön, mal wieder hier zu sein. Ich weiß gerade gar nicht genau, ob ich auch überhaupt ein Konzert im Docks habe,
Weil wie im Doc-Will-Video schon mal erwähnt, hätte ich im Docs-Jahr mal fast eine Ausbildung angefangen, wenn ich mir nicht mein Sprunggelenk gebrochen hätte. Ach ja, hier ist ja auch Fußballspiel zwischen Viva Con Agua und Ennio, der heute sein Album rausgebracht hat. Happy Release Day, lieber Ennio. Die Aussicht ist schon hammergeil, ey. Team Ennio hat ein Tor geschossen. Also die Views sind auf jeden Fall geil, aber dass du am Eingang kontrolliert wirst, um deine Getränke nicht mit reinzunehmen, nur um dir dann oben 0,5 Liter Cola für 4 Euro zu kaufen, ja, weiß ich nicht, ey. Irgendwie ist es eine Schweinerei, mich denen sagen. Aber es ist geil, dass man da jetzt einfach so drauf kann und Hamburg von oben genießen kann, weil es halt einfach eine geile Stadt. Ich gehe jetzt in den Club. Da spielt eine Band namens Bleaker, die hatte Tom mir empfohlen. Da wird er auch sein. Uwe Manfred! Tom, das ist das erste Konzert, was wir gemeinsam sehen und das am dritten Tag. And growing up, our mom always said it was cool to be uncool. Tom, das hast du gut ausgesucht. Die waren derbe geil, ey, ohne Scheiß. Und schön, dass wir es auch mal hingekriegt haben, uns ein Konzert zusammen anzugucken. Ja, schon. Kanadier wissen einfach, wie man gute Mucke macht. Das ist ein Fakt. Das Dramatische, finde ich, ist daran, dass man gleichzeitig auch mit Musikmarschen kein Geld mehr verdient. Wir haben alles hinterfragt, alle unsere gesamte Kalkulation sind wir durchgegangen haben und auch über unsere Ticketvorverkäufe mitbekommen, dass einfach dieses Bedürfnis, 4 Tage Camping, gar nicht mehr so da ist. Wir haben eine Verschiebung zu Tagestickets eh schon gesehen und das hat sich sehr konzentriert auf den Freitag und den Samstag. Das ist eigentlich der logische Schritt, den wir da an der Stelle gehen werden. Und ja, wir sind da guter Dinge, dass es eine gute Entscheidung war tatsächlich. Ja, das war ein spannendes Panel zum Thema Was kostet live? Mit auch 3 spannenden Gästen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch live kostet oder wie viel ihr euch live kosten lasst. Also wie viel ihr so im Jahr für Tickets ausgebt und ob es für euch mittlerweile auch so ist, dass ihr euch lieber ein Tagesticket für ein Festival holt, als da 3-4 Tage im Zelt zu schlafen. Würde mich mal interessieren. Es ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in der Veranstaltungsbranche aktuell. Man sollte das nicht für selbstverständlich nehmen. There's a side of me that doesn't see the light. I try to lock it up, I try to keep it out of sight. Ich hätte gerne ein Foto von folgender Szene, la 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 la, bitte mach ein paar Beispielbilder. Und dann lassen wir KI-Beispielbilder machen und dann kriegt der Fotograf einfach eine PowerPoint-Seite A4 als PDF zugeschickt und sagt mal, ey, das war die Idee, die wir hatten. Das sind so Mutbilder, die uns von der Idee her gefallen. Wenn wir losgehen, versuch mal irgendwie dich daran zu orientieren. Also dieser Social Media Deep Dive Workshop war mal wirklich richtig stark. Den zieh ich mir gerne rein. Jemand, der richtig Ahnung hat und weiß, wie man es rüberbringt, gibt dir gebündelt Infos, die du brauchst. Dicker Shoutout, das war stark. Wenn mein Social Media Game jetzt komplett durch die Decke geht, dann wisst ihr warum. Apropos, falls ihr das hier seht und uns noch nicht auf Instagram folgt, dann definitiv mal machen. Gibt es immer gute Konzertberichte. Und vor allem verpasst ihr keine Line-Up- und Tour-Ankündigungen mehr. Ist auch vielleicht gut zu wissen. Ich wollte gerade ins Hotel gehen. Erstmal Feueralarm. Alarm! Alarm! Toll. Oh, ich hoffe, es muss jetzt nicht erst die Feuerwehr kommen, bis wir wieder rein dürfen. Ey, da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Und da sind sie auch schon. Das ging aber echt schnell, Alter. Wenn sich das als Fehlalarm rausstellt, dann wird es für irgendjemanden richtig teuer, ey. Mann, ich will doch nur ein Bier trinken. Wenige Minuten später. Okay, sie haben gesagt, scheinbar ist einer der Räume zu warm geworden, sodass der Feuermelder irgendwie gedacht hat, es könnte Feuer sein oder so. Ich weiß nicht, ob ich das glauben will, weil bei uns im Zimmer ist es sehr angenehm kühl. Dabei fällt mir ein, ich habe euch noch gar nicht rumgeführt. Yo, das sind unsere super geilen Matratzen. Hier rechts meine. Hier links schläft der Tom. Dann haben wir hier unseren sensationellen Riesenfernseher. Mal meine Hand im Vergleich. Amazing. Hier haben wir so einen richtig geilen Typen, der im Spiegel wohnt. Du bist echt, boah, keep going, ey. Du bist so ein geiler Typ. Ja, und dann haben wir hier noch den Shit Report. Die Dusche ist auf jeden Fall super weird, weil der Duschkopf ist da und das Wasser kommt genau da auf der Kante auf, wo die Duschwanne ist. Also man hätte das vielleicht einfach rumdrehen sollen. Whatever. Mir soll es scheißegal sein, ich muss hier nichts bezahlen. Von daher bin ich einfach nur froh, ein Bett zu haben, ey, wo ich mich reinfläzen kann, wo ich geil auspennen kann und nicht um 8 aus dem Zelt getrieben wäre, weil es barbarisch warm ist. Ja, ich habe gerade gesehen, dass man für diese Elbphilharmonie-Konzerte irgendwie Tickets hätte reservieren müssen. Das wusste ich nicht, deswegen sind die jetzt auch alle weg. Ich kann aber probieren, gleich nochmal hoch zum Infodesk zu gehen, beziehungsweise zur Ticketausgabe und schauen, ob irgendwelche Tickets nicht abgeholt wurden. Ich hoffe, ich komme da irgendwie rein, weil das wäre schon sehr geil, da drinnen mal ein Konzert zu erleben. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal kurz die Googeln zu und dann mache ich mich auf den Weg zum Festival Village. Elbphilharmonie dabei. Da geht nachher dann auch die Sonne unter. Oh, ich habe so Bock. Ich war schon einmal oben, aber noch nie drin. Und ich glaube, da drin ein Konzert zu erleben, ist halt der Hammer. Jetzt mal auf dem Weg in die Elbphilharmonie und guck mir Trentmöller an. Ich habe keine Ahnung, was die für Mucke macht. Ich glaube, es ist so Elektronikmusik, aber ist mir eigentlich auch ziemlich scheißegal. Hauptsache, ich kann mir ein Konzert in der Elbphi angucken. Nächster Halt, Baumwald. Mal gucken, ob sich dieses Millionengrab gelohnt hat. Fuck yeah, let's go! Gott, Alter, ich liebe diese Stadt, ey. Ist das geil. Ist das geil. Und jetzt ziehe ich mir hier drin ein Konzert rein. Oha. Okay, das ist ja mal viel größer, als ich dachte. Digi. Thank you.
There's a really amazing to the human play. Turn around in circles. It's quite magical. Thank you. Das war ernsthaft geil, ey. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber am Ende ist es ja echt noch gut eskaliert. Und gut, dass ich nicht sitzen geblieben bin, auf jeden Fall auch. Also es ist schon eine geile Location. Aber ob sich die knappe Milliarde, die hier drin steckt, gelohnt hat? Weiß ich nicht, Digga. Schreibt's mal in die Kommentare. Alter, ey. Ist das geil! Ich musste jetzt leider ein bisschen eher los, weil ich will mir auf jeden Fall angucken, was Linkin Park da in den Himmel schreiben. Warte, was? Was soll Linkin Park denn in den Himmel schreiben? Ja, ich nochmal, sorry, ihr braucht ein bisschen Kontext. Als wir Donnerstagmorgen aus unserem Hotel rausgekommen sind, haben wir schon gemerkt, dass irgendwas im Busch ist. Linkin Park hat die komplette Reeperbahn zugepflastert mit Postern, Stencils und diversen anderen Sachen. Und da waren dann so QR-Codes drauf und da ist man dann auf eine Webseite gekommen, nämlich dass Hamburg für dieses Wochenende zu Linkin Park City wird. Und da wurden viele verschiedene Sachen angekündigt, Happenings. Die haben mich die ganze Zeit echt nervös gemacht, weil ich komplett FOMO hatte. Ich hatte kein Ticket für dieses Konzert. Aber wie ihr ja vielleicht aus dem letzten Video schon wisst, war ich letztendlich dort. Wie es dazu gekommen ist, seht ihr jetzt gleich noch. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Linkin Park hat auf jeden Fall dieses ganze Reeperbahn-Festival so ein bisschen überschattet, sag ich mal. Es wird wahrscheinlich kein Konzert vor dem Konzert am Sonntag geben, aber morgen ist noch ein Fan-Treffen, wo man noch Tickets gewinnen kann. Der liebe Mond ist auch wieder da. Ach Leute, ey, das Leben ist so schön einfach. Also bis hierhin ist der Tag echt gut gelaufen, muss ich mal sagen. Vielleicht noch ein Wort zu Trent Möller. Oder Trent Möller? Also ich fand die auf jeden Fall sehr spannend, das ist sehr experimentell. Geht so ein bisschen in die Richtung Editors, würde ich sagen. Die Stimme war mir an manchen Stellen vielleicht ein bisschen zu monoton, aber sonst hat mich das überzeugt. Es ist jetzt 10 nach 9, bis jetzt ist noch nichts passiert. Hätte ich auch nicht so einen Stress machen brauchen, ey. Drohnen sind schon mal da. We are ready for takeoff. Okay, let's go. Auf jeden Fall schön, dass die hier mit dem Auto und der Anlage jetzt erstmal Linkin Park angemacht haben. Ich habe ein bisschen dieses dumme Gefühl, dass ich hier ein bisschen meine Zeit verschwende. Aber vielleicht kommt ja gleich noch was. Ja gut, ich glaube hier passiert nicht mehr. Mann, und dafür bin ich eher aus der Elbphilharmonie abgehauen. Hätte ich mir auch nicht so Stress machen müssen. Aber im Vergleich zu der Drohnenshow vom Wacken ist das natürlich hier so ein bisschen mau, ne? Ich glaube, das sollte nicht mein Maßstab für eine Drohnenshow sein, weil das war absolut geil. Spring aufs Snowboard drauf und dann ab ins Gefälle. Schaltet die Konsole aus oder noch eine schnelle Runde? Bro, keine Ahnung, es ist schon die achte Stunde.
wäre jetzt eigentlich gerne noch in die große Freiheit 36 gegangen. Da spielt The Kiffness. Das ist der Typ, der aus so Katzenlauten irgendwelche Samples macht. Hätte mich mal interessiert, wie das live so ist. Aber das wird mit der Zeit jetzt ein bisschen knapp. Denn ich will jetzt in den Michel. Da spielt Olli Schulz. Gar nicht so unbedingt, weil ich Bock auf Olli Schulz habe, sondern einfach, weil ich A mal in den Michel will und B ein Konzert im Michel erleben will. Ich glaube, das wird ziemlich geil. Digga, was? Und hier darf Olli Schulz spielen, of all people. Also ohne jetzt Olli Schulz schlecht machen zu wollen, aber wenn es Thees Ullmann wäre, würde ich es noch ein bisschen mehr feiern. Wir freuen uns sehr, dass ihr all den Weg hier rüber gefunden habt zu uns und wir freuen uns auch wirklich sehr, dass das Reeperbahn jetzt viele Jahre schon bei uns zu Gast ist und es kommt nicht das mit den Handys bitte aus, das versteht sich von selber. Wir haben eine ganz andere Bitte an euch und zwar, wenn euch das Konzert gefällt, nicht zu stampfen. Ihr dürft natürlich gerne klatschen und laut rufen und was immer ihr wollt. Aber wenn ihr stampfen würdet, dann könnte es passieren, dass etwas Putz von der Decke runterrieselt. Und insbesondere die, die unten sitzen, finden das bestimmt nicht so schön. Im Nachtclub am Hafen ist immer was los. Die Geier sind fleißig am Reden. Dankeschön. Ich sag's euch, wie es ist. Meine Laune ist mittel heute. Und ich weiß, es ist ja auch. Es tut mir leid. Ich war gestern noch in München und habe gedreht. Ich spiele in einem neuen Kinofilm mit, der heißt Ein München, ein Himmel, von dem Sohn von Helmut Dietl. Und der hat mich gefragt, ob ich einen Schutzengel spielen will. Also da schließt sich der Kreis wieder heute hier mit diesem Auftritt in der Kirche. Und dann war das aber so, dass die Dreharbeiten um 18 Uhr erst losgingen und bis 4 Uhr heute Morgen gingen. Danach bin ich noch eine Stunde zum Flughafen gefahren worden und ich bin total runtergebrockt. Aber ihr kennt mich nicht anders. Ich hab's nicht vorher gefragt. Ich wollte, wenn jemand Lust hat, jemanden noch taufen heute auf der Bühne. Erste Frage, ist das okay? Müsste noch jemand von Michel mir das sagen? Und zweitens, gibt's überhaupt jemanden, der die heute Lust hätte, von mir taufen zu lassen? Ja. Ja? So einen heiligen Abend. Das nächste Lied ist eine Ansage. Vini Patria Monilio. Du bist mit deinem Herz aus Gold auf die Party reingerollt. Küsschen hier, Küsschen da, Auftritt wie ein Shootingstar. Und meint so, ey Olli Schulz, hast du Lust in meinem Video mitzuspielen? Wäre so eine große Ehre für mich. Ich so, na gut, für dich mache ich nochmal ein Medien-Comeback. Dann ist man so, da erzählt man wochenlang seiner Band, ich finde die ganze Medien scheiße, ich will mit denen allen nichts zu tun haben. Stefan Raab, hier, da, Olli Pocher, Kampf, Medien. Ich muss mit Jan schon immer darüber reden und oft auch ein bisschen Interesse vorheucheln, weil es interessiert mich alles nicht mehr so doll. Und dann redet man allen, erzählt so, ja, ich habe keinen Bock mehr, dann meldet sich Chiago und ich so, ja, sofort, ich bin dabei. Mega peinlicher Typ, Alter, also ich. Irgendwann da wirst du groß sein, so ist deine Melodie. Du schläfst jetzt gerade auf meinem Schoß ein und dieser Song, unser Song, endet nie. Ich spiele ein Lied und das heißt, wenn es gut ist, wird es schön sein. Also das war was ganz Besonderes. Zwei komplett besondere Gigs
aufeinanderfolgend. War auf jeden Fall sehr unterhaltsam. So ein bisschen wie so ein Ärztekonzert, so ein Mix aus Musik und Scheißlaberei. Hat mir gut gefallen. Und jetzt gibt's hoffentlich Kontrastprogramm im Molotow, weil da spielt Heiß-Kalt. Und wer auch immer sich gedacht hat, es wäre eine gute Idee, Heiß-Kalt ins Molotow zu tun, wo ungefähr 100 Leute reinpassen, gehört auf jeden Fall verprügelt. Die spielen in einer Stunde und ich habe jetzt schon Angst, dass ich nicht mehr reinkomme. Und ich muss vorher wahrscheinlich auch noch mal fix zum Hostel mir eine kurze Hose anziehen, sonst kriege ich Arschwasser des Todes. Das muss man wissen. Scheiße, Mann, der Bus ist ausgefallen. Vom Michel zum Molotow ist ungefähr, abgesehen von der Elbphilharmonie, der weiteste Weg, den du auf diesem Festival zurücklegen können musst, wirst. Aber naja, ich habe Heiß-Kalt ja dieses Jahr auf dem Open Flair schon gesehen. Und selbst wenn ich da jetzt nicht reinkomme, hatte ich einen geilen Tag. Alter, man merkt auf jeden Fall, dass Freitag ist. So viel los jetzt hier auf der Reeperbahn. Okay, das geht ja sogar noch hier. Die Schlange war lang, aber ich glaube, wenn ich mich hätte anstellen müssen, wäre ich trotzdem noch reingekommen. Hier ist noch nicht so viel los. Herr Heinke, es ist schön, dass Sie es einrichten konnten. Jetzt geht ja gleich die Post ab! Es ist inzwischen auch gut voll geworden. Zwei Möhren, das geht nicht, die gibt es nur in Bund oder als Kilo. Die nächsten Klamotten mit. Die Band Heiß-Kalt sind von überall her heute hergekommen mit Autopanne und so. Und der nächste Song heißt Sonne über Wien. Yeah! Ihr mag zu verstehen, sag ich und zeig dir ein paar Bilder von dem Ort, an dem wir gestern waren. Oi. Ey, wir waren richtig lange jetzt weg quasi. Wer von euch war schon mal auf einem Heiß-Kalt-Konzert? Cool. Für wen ist das erste Mal? Okay. Wir haben jetzt das, früher haben wir das voll viel gemacht und dann haben wir das jetzt ganz lange gar nicht gemacht und jetzt fangen wir gerade wieder damit an, das zu machen. Und nach einem Festival-Sommer ist das jetzt noch hier so unsere Abschluss-Herbst-Zwischenshow. Ja, danke, dass ihr alle da seid. Das ist voll geil. Super. Solange der Club nicht voller ist, solange du tanzt, solange du lebst, solange du trinkst, solange du schläfst, solange der Himmel nicht blau ist, solange der Club nicht voller ist. Überleg mal kurz. Sinnbildlich. 20 Minuten später. Wir haben noch einen letzten dabei. Der Song ist ganz wichtig für uns, der hat uns ganz viel möglich gemacht. Unter anderem, dass wir hier spielen können wahrscheinlich und dass vielleicht auch ihr jetzt hierher gekommen seid und nicht irgendwo anders seid. Danke dafür, es gibt voll viel, was man heute machen kann.
Alter, ey, was für ein Tag, was für ein Konzert, was für ein Abend, was für ein Tag, was für ein Dankescheiß. Die rocken einfach zu hart, da kann der Strom schon mal ausfallen. Das ist halt Pech. Oh. Aufs Maul. Heute war ich nicht ganz so emotional aufgewühlt hier auf dem Open Flair, weil ich hatte sie ja immerhin schon mal gesehen jetzt nach dem Comeback. Aber ey, es ist so wichtig, dass diese Band wieder da ist. Es ist einfach so geil. Derbe Bock aufs Album. Ich habe derbe Bock auf die Tour. Wir sehen uns im Pit. Und jetzt machen wir uns im Hotel kurz frisch. Und dann machen wir hier noch ein bisschen die Reeperbahn unsicher. Aber ich glaube, da werde ich euch nicht mitnehmen. Vielleicht gibt es ein paar Impressionen. Und wir sehen uns dann morgen zum letzten Tag der Festivalsaison 2024. Vierter Tag. Auf dem letzten Festivaltag des Jahres. Das Schöne ist ja, dass am letzten Tag Reeperbahn Festival keine Panels und Konferenzen mehr stattfinden, weil die ganzen Branchenfuzzis machen ja schon Feierabend und machen Wochenende. Das heißt, heute ist ein bisschen stressfrei. Aber es ist schön, da hat man Zeit, ein bisschen zu chillen, hat nicht so einen Stress, man fühlt sich nicht so gedrungen, irgendwo zu sein. Ich werde mich an die Thai-Oase begeben, um noch Linkin Park-Tickets abzustauben. Das ist mein Plan. Eine Ewigkeit später. Wir haben es jetzt doch geschafft, uns mal in Bewegung zu setzen und sind jetzt auf das Festival Village gegangen und lassen uns jetzt hier einfach mal ein bisschen treiben. Und heute Abend spielt Kate Nash. Es spielen Lake Malice, auf die ich auf jeden Fall Bock habe. Da werde ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen ins Schwitzen kommen. Und ansonsten gucken wir einfach mal, was der Tag noch so bringt. So ein geiler Vibe, Alter. Less is with you, less is with you. Don't wanna go home, don't wanna go home. One, less two, with you, one, two, fuck it, no. Fandest du jetzt Masterpiece? Fand ziemlich geil. Das war echt geil, oder? Also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so geil wird. Es hat mir extrem Blockparty-Vibes gegeben. Der spielt heute Abend auch nochmal in der großen Freiheit. Vielleicht gucke ich da nochmal vorbei, weil das hat schon Bock gemacht. Nein. Ich finde halt auch geil, weil dieses Festival Village ist ja kostenlos, auch für Nicht-Festival-Besuchende zugänglich. Muss man wissen. Da so ein Act zu haben, oder generell sind hier ein paar Acts, die kostenlos so halbe Stunden Sets spielen, die sich jeder reinziehen kann, ist eine gute Sache. Ich habe jetzt 60 Gramm Nüsse. wo genau? Na, perfekt. Ich werde meine freie Zeit jetzt mal nutzen, um beim Linkin Park Fan-Treffen vorbeizuschauen, weil da gibt es ja die Chance, noch ein Ticket für morgen zu gewinnen. Und ja, das will ich natürlich nicht unversucht lassen, weil ich hätte schon Bock, da morgen noch reinzukommen. Wenn da jetzt schon alles maßlos überfüllt ist, dann mache ich vielleicht was anderes. Aber mal vorbeischauen könnte sich ja schon lohnen. Ich finde es irgendwie auch echt ein bisschen nervig, dass Linkin Park so über diesem ganzen Wochenende schwebt. Also buchstäblich, auch mit der Drohnenshow und so. Ich wollte doch eigentlich nur einen entspannten Festivalabschluss feiern. Aber naja, ich kann mich echt nicht beschweren. Die Sonne scheint. Ich habe ein Bierchen in der Hand. Es ist ja trotzdem entspannt. Ich glaube, mir würde es fast besser gehen, wenn ich das Wissen hätte, dass es keine Chance gibt, da morgen noch irgendwie reinzukommen. So macht mich das ein bisschen nervös. Aber wir schauen mal. Oh. Sie ahnten ja nicht, was Ihnen bevorstand. Nochmal Glückwunsch zum Helga Award. Ah ja, ein letztes Mal melde ich mich noch. An dem Donnerstag war auch wie jedes Jahr auf dem Reeperbahn Festival die Verleihung des Helga Awards. Und das Summer Breeze hat dieses Jahr den Preis als Festival des Jahres bekommen. Davor habe ich übrigens auch noch Finn Kliman mit seinem Leichenwagen getroffen und durfte in sein neues Album reinhören. Schade, dass das weg ist. Ihr seht, der Donnerstag war auch schon echt ein guter Tag. Aber sei es drum. Wenn ihr jetzt dem Video mal ein Like geben würdet, dann lasse ich euch den Rest des Videos jetzt auch ohne Unterbrechung gucken. Jetzt. Los, hier, draufdrücken. Los. Ja, sehr gut. Danke, bis später. Geht es in diesen... Vielleicht müssen wir uns das nächstes Jahr mal angucken. Generell schreibt gerne mal in die Kommentare, auf welchen Festivals ihr uns nächstes Jahr sehen wollt. Wahlweise natürlich welche, von denen es noch keine Review gibt oder die wir dieses Jahr besucht haben. Außer Open Flair natürlich.
Würde mich mal interessieren, was so die Lieblingsfestivals unserer Zuschauerschaft sind. Okay, ich sehe viele Menschen. Ich glaube, das wird nichts. Die Schlange ist auf jeden Fall gut angewachsen. Ey, geil, Alter, wir haben sogar noch ein Ticket, ein Freigetränk gekriegt. Haben wir. Maybe not everyone can sing, but we got the opportunity to sing. The next number is one of the first numbers, probably. It's the number 5. I bleed it out, dig it deeper just to throw it away. I bleed it out, dig it deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out, go. Leute, ich komme gerade gar nicht klar. Also das war eine Tombola, das hatte nichts damit zu tun, dass ich gesungen habe, aber ich habe einfach fucking Tickets gewonnen. Ich gehe morgen zu Linkin fucking Park, Alter. Ja, das ist schön. Das ist wunderschön. Ich komme nicht klar. Digga, ach du Scheiße, ey. Davon machen wir aber ein eigenes Video. Aber jetzt muss ich erstmal kurz ein bisschen runterkommen. Und dann bringen wir erstmal das Reeperbahn-Festival noch zu Ende, ey. Bitte behalten Sie die gute Stimmung. Wir legen noch Nutten, Koks und frische Erdbeeren drauf. Wir haben jetzt in Penny erstmal ein bisschen Beruhigungsbrause gekauft, damit ich wieder auf mein Leben klarkommen kann. Und jetzt gucken wir uns Esther Graf an. Ja. Ja. Am Spielbudenplatz und dann werde ich Lake Mellis wahrscheinlich heute doch ausfallen lassen, weil die sind ja auch als Support von den Blackout Problems mit dabei. Ich laufe jetzt prinzipiell einfach dem Tom hinterher, weil der hat einen Plan für den Abend und ich kann eh nicht mehr denken gerade. Angeblich ist Esther Graf 26. Ich glaube das nicht. Das muss eine Lüge sein. Die hat schon eine gute Bühnenpräsenz. Gefällt mir. Nina Tuba ist 25. Hä? Nina Tuba ist 25. Nina Tuba ist. Hör doch auf zu labern, ey. Das ist alles gelogen. Das kann niemals stimmen. Bei dir weiter eigentlich. Ich glaube, ich wäre alt, dass die Mädels alle so übelst jung aussehen. Nein, also Esther Graf. Shoutout, die macht gute Musik. Wir nennen sie auch die österreichische Avril Lavigne. Ja. Wir gehen jetzt ins Docks, nämlich genau in die Stätte, wo ich damals fast meine Ausbildung angefangen habe. Im Docks kannst du das Leitungswasser on the rocks trinken, oder? Kannst du hier. Fühlst du dich jetzt refreshed? Geil. Eigentlich alles ins Gesicht noch, aber lieber nicht. Du bist einfach nur weg. Du bist mein Haus, 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 du bist mein Ha
Ich kann hören, wie dein Geist und die Gabe fallen ausfällt. Das ist schon mal gesagt gegen mich und die Summe, die du das musst doch ausbrechen. Mach die Liebe auf, Alter! Feeling pur. Hey Tom, das war ja mal übelst geil. Die Kinder? Ja, Mann. Also, wenn du halt irgendwie so 40 Kinder Danger Dan singen hörst, kam schon so leicht Pippi in die Augen, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir ins Übrigen gefährlich zu Para for Cuba. Para for Cuba, genau. Und dann geht's zu Kate Nash. Und dann ist der Festival Sommer 2024 beendet. Aber dieses Wochenende noch nicht, weil ich gehe morgen zum motherfucking Linkin Park, Alter! Ich bin jetzt in der Podcast. Wir haben unsere Tour hier angefangen vor 4 Monaten. Unsere Europa-Tour, jetzt endet es hier heute wieder in Hamburg. Und damals hat es so viel Spaß gemacht, also ich glaube, heute wird genauso gut. Vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Vielen Dank. Bis dann. Also das war schon nice und so und chillig. Aber es hat sich eher so ein bisschen wie After Hour angefühlt. Es ist ja noch Festival Sommer 2024. Ich muss ja noch den geilsten Sommer meines Lebens feiern. Ja, aber immerhin habe ich jetzt alle Major Clubs des Reeperbahn Festivals abgehakt. Ich habe irgendwie das dumme Gefühl, es war noch irgendeins. Falls ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Aber auf jeden Fall geht es jetzt zum letzten Festival Act des Sommers 2024. Und das wird Kate Nash sein. Und ich habe keine Ahnung, was mich da erwarten wird, weil außer Foundations, bin ich ehrlich, kenne ich, glaube ich, kein Lied von ihr. Ey, die ist wie so ein Flummi auf der Bühne, die kann so viel rummeln. Man sieht dich immer noch nicht, aber. Ja, irgendwo da, irgendwo da. Ich würde sagen, die ist drauf. Ja. So entstehen Gerüchte, da müssen wir echt vorsichtig sein, ne? Ja, kennt nicht mal. Die ist auf keinen Fall drauf. Nee, die ist ja auch nicht. Komplett nüchtern, die drauf. Thank you.
Also Kate Nash hat auf der Bühne einfach mehr Schritte gemacht als du am ganzen Wochenende. Also. Ich hatte so 60.000 gefühlt. Ja, na, die hat locker die 100.000 voll gemacht. Wie viel hast du getrunken? Einiges. Oh, aua. Nächsten Tag. Naja, hauen wir mal ab, oder? Ja. Genug gefeiert für diesen Sommer. Ey Tom, fettester Shoutout, übelsten Dank. Komm gut nach Hause. Danke. Ich bleib noch ein bisschen. Viel Spaß. Danke. Ich will an der Stelle wirklich nur Danke sagen für alles, was ich erleben durfte. Also natürlich dieses Wochenende fetter Shoutout an den Tom und ans Reeperbahn-Festival, dass ich hier die Zeit meines Lebens haben durfte, völlig sorgenfrei, ohne irgendwas planen zu müssen. Ein Bett hatte am letzten Festival des Jahres. Es ist vollbracht. Das Reeperbahn-Festival sowie der Festivalsommer 2024 sind Geschichte. Seit ich gestern die Linkin Park-Tickets gewonnen habe, hat mein Hirn ein bisschen aufgehört zu funktionieren. Deswegen, wenn ihr detaillierte Gedanken zum Reeperbahn-Festival wollt, dann abonniert auf jeden Fall schon mal den Channel. Da kommt noch eine separate Review drüber. Es war auf jeden Fall ziemlich geil. Ich will mich aber an dieser Stelle auch bei euch allen bedanken, dass ihr diese Videos anguckt und dass ihr dieses Projekt unterstützt. Das ist einfach Wahnsinn, wo es im ersten Jahr, wo ich das jetzt wirklich durchziehe, schon hingegangen ist. Ich bin einfach überglücklich, wie der Sommer gelaufen ist. Wenn ihr nicht von Anfang an dabei wart, dann checkt auf jeden Fall mal die Playlist aus. Da sind alle Videos von diesem Sommer drin oder kommen noch. Abonniert einfach den Pit Report, um keine geilen Videos aus der Live-Branche mehr zu verpassen. Ich gehe jetzt zu Linkin Park und das ist einfach ein Satz, der immer noch für Kloß im Hals sorgt. Ich habe übelst Bock. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Pete und wir sehen uns im Pit.